Guten Tag, mein Name ist Alexander Brederek, ich bin Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht und berichte im heutigen Videoblog über eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Thema Eigenbedarfskündigung. Ganz aktuell spielt hier auch in Berlin der Fall. Was war passiert? Ein Arzt aus Hannover hatte sich hier in Berlin im Bezirk Friedrichshain, Zehnebezirk, eine Wohnung gekauft, eine kleine Wohnung, und hatte, die Wohnung kostete 252 Euro kalt, und er hat gesagt, er hat hier in Berlin eine Tochter, unehelich, die er öfter mal besuchen würde, möchte in der Wohnung wohnen, und mit der Begründung hat er eine Eigenbedarfskündigung ausgesprochen. Die Mieterin, die da schon lange drin wohnt, günstig, hat natürlich argwöhnt, dass da was ganz anderes hintersteht, nämlich dass der den günstigen Mietvertrag beseitigen will. Und ist nicht ausgezogen, und der Arzt hat dann Räumungsklage erhoben und war dann in erster Instanz vor dem Amtsgericht gescheitert. Das Amtsgericht hat der Mieterin Recht gegeben, und der Arzt ist dann in Berufung gegangen zum Landgericht. Dort hat er gewonnen, und das Landgericht hat die Revision nicht zugelassen. Er hat nicht Zulassungsbeschwerde erhoben, und schließlich, das alles erfolglos war, hat er Verfassungsbeschwerde eingereicht, und das Bundesverfassungsgericht hatte sich nun mit dieser Angelegenheit zu befassen, und da war dann eben Streit gegenständlich die Frage, was ist denn nun notwendig für den Eigenbedarf? Muss der Wohnungsbedarf des Vermieters eigentlich konkret gegeben sein? Mit anderen Worten, muss der Vermieter die Wohnung benötigen? Das war bei dem Arzt nicht der Fall. Der hatte da in Hannover schön seine Wohnung, und hier in Berlin wollte er ja nach eigenem Bekunden nur ab und zu mal bei seiner Tochter vorbeigucken. Reicht das für Eigenbedarf aus? Und das Verfassungsgericht, das Bundesverfassungsgericht, hat gesagt, jawohl, hat dem Vermieter Recht gegeben, beziehungsweise hat eben hier in diesem Fall die Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung angenommen. Das liegt eigentlich auf der Linie der höchstrichterlichen Rechtsprechung, insbesondere auch der Verfassungsrechtsprechung, dass der Vermieter eben beim Eigenbedarf nicht besonders eingeschränkt werden darf, dass man also auch, wenn man genug Wohnraum hat, trotzdem Eigenbedarf anmelden kann. Niemand darf, also auch nicht der Gesetzgeber, darf dem jeweiligen Wohnungseigentümer vorschreiben, wie er sein Wohnverhalten einrichtet, wie viele Wohnungen er etwa zum Beispiel nutzen möchte. Das ist von der Sache her verfassungsrechtlich alles auch ganz richtig. Ich sehe das Problem hier dieser ganzen Entscheidung und diese Bauchschmerzen, die man damit hat, vor allen Dingen an einem anderen Punkt. Denn es ist immer auch eine Frage der Plausibilität. Das heißt, wenn ich eine Eigenbedarfskündigung mache, ist ja auch immer die Frage, wie plausibel sind denn meine Gründe für den Eigenbedarf? Und an dieser Stelle hätte ich halt hier gesagt, also, dass der dann ab und zu mal nach Berlin kommt und dann in dieser kleinen Wohnung wohnt und so weiter, das scheint mir alles problematisch. Ja? Das hat das Bundesverfassungsgericht nicht gemacht. Gerade eine Verfassungsbeschwerde, da sind die Hürden auch immer besonders hoch. Das heißt nicht unbedingt, dass das Bundesverfassungsgericht den Fall jetzt in der Sache absolut gleich beurteilt hat, aber für eine Verfassungsbeschwerde, sage ich mal, da braucht es halt immer ein bisschen mehr, und das hat man hier nicht gesehen. Problematisch in der Praxis, die Gerichte werden noch mehr als bisher die Eigenbedarfskündigung durchwinken. Die Plausibilitätskontrollen, die aus meiner Sicht so wichtig sind, die werden aufgrund dieser Entscheidung, die wir hier haben vom Bundesverfassungsgericht, wahrscheinlich in der Folge noch lascher gehandhabt. Das geht zulasten der Mieter und ist aus meiner Sicht sehr bedauerlich. Dankeschön.